Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe LinkedIn-Community, Content-Creator, alle Expertinnen da draußen. Herzlich willkommen zum Content-Creator-Club, der Expertinnen-Talk. Heute habe ich dabei den Manfred Bahr. Mit Manfred verbindet mich ein postgraduales Studium, nämlich der MBA. Dort habe ich ihn einmal kennengelernt und wir hatten etliche Kurse parallel. Ja, hinten raus habe ich dann noch ein International Finance und Master drauf gesattelt und Manfred ging in einen anderen Bereich. Ich glaube, HR war das. Darüber sprechen wir heute. Also heute ist das Thema Weiterbildung, aber zunächst einmal herzlich willkommen auch lieber Manfred. Danke, dass du hier bei meiner Show bist. Vielen Dank, Ilkay, für die Einladung. Schön, dich wiederzusehen und ich denke gerne an die gemeinsame Zeit zurück. Ja. Wunderbar. Lieber Manfred, lass uns mal gleich direkt einsteigen. Was konkret machst du und für wen machst du das, bevor wir auf das Thema Weiterbildung dann im Detail eingehen? Und an der Stelle begrüße ich auch nochmal alle unsere Zuschauer. Schreibt mal bitte kurz in den Kommentar rein, von wo aus ihr zuschaut. Hört ihr uns gut? Seht ihr uns gut? Denn wir sind in einem LinkedIn Live und da spielt die Interaktion eine große Rolle. Also, lieber Manfred, was machst du konkret? Für wen machst du es? Ich bin jetzt seit 23 Jahren in der Weiterbildung aktiv. Also als wir uns kennengelernt haben, war ich dort schon und habe angefangen im Jahr 2000 im Angestelltenverhältnis als Trainer und habe mich dann im Jahr 2006 selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin in der Branche geblieben. Der ein oder andere Kunde ist uns damals auch treu geblieben, sodass das natürlich eher ein Warmstart war. Das begleitet mich seitdem und ja, mir macht das nach wie vor sehr viel Spaß, bin da mit viel Herzblut dabei. Die Themen ändern sich etwas, die Schwerpunkte ändern sich etwas, die Branchen ändern sich auch teilweise etwas. Und ja, bin deutschlandweit aktiv immer wieder und ganz gerne im Ausland auch. Und ja, freue mich, dass wir uns da heute mal dazu austauschen können. Sag mal, Manfred, du bist in letzter Zeit ja echt gut gebucht und viel unterwegs. Erzähl mal, wie ist denn im Moment so da draußen die Trainerlandschaft? Geht es jetzt hier nach dem Lockdown wieder total vom digitalen Zoom-Teams in die Normalität zurück? Oder warum schrubbst du so viel Kilometer derzeit? Na, ich bin an sich von Anfang an seit der Selbstständigkeit zu Beginn schon sehr gut ausgelastet gewesen. Es ist in der Tat jetzt hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen nach dem Corona-Ende. Wir konnten das natürlich sehr gut kompensieren mit Teams und Zoom und Co. Das hat auch durchaus Spaß gemacht. Aber es ist irgendwo gefühlt auch Nachholbedarf und die Firmen haben erkannt, allein auch aufgrund des Fachkräftemangels, dass sie mehr tun müssen für die Mitarbeiter. Und da ist die Weiterbildung, die Unterstützung in diesem Bereich natürlich immens wichtig. Also ich war vergangene Woche beispielsweise in Bremen, bin dann am Dienstagabend weitergefahren ins Erzgebirge, dann am Donnerstag jetzt zurück, am Freitag dann komplett online den ganzen Tag. Das ist so durchaus repräsentativ, auch dieser Mix verstärkt wieder im Präsenzmodus, aber dann immer wieder auch im Online-Modus. Also was bei mir nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat, das ist meiner Meinung nach auch ein zentraler Unterschied zu meiner Anfangszeit, ist das Thema Coaching. Das heißt, gar nicht mehr so diese Präsenzphasen mit 12 Teilnehmern, wie wir es schon immer gewohnt waren, sondern eher die individuelle Unterstützung, Begleitung. Das ist ein zentraler Schwerpunkt, Führungskräfte in Veränderungspositionen. Das heißt, die jetzt auf dem Sprung sind von Abteilungsleiter zum Bereichsleiter beispielsweise, vom Teamleiter zum Abteilungsleiter. Auch durchaus teilweise Kandidaten, die noch in einer Sachbearbeiterfunktion sind und sich intensiv mit dem Gedanken einfach beschäftigen wollen, ist das Thema was für mich? Ne? Möchte ich da reinwachsen? Möchte ich da Fuß fassen und suchen da Unterstützung, Begleitung, Sparringspartner, mache ich unheimlich gern in den unterschiedlichsten Konstellationen und Branchen. Also du warst schon immer gut gebucht. Ich weiß, du bist ja auch bei ganz großen Automobilherstellern, jetzt mal ohne Schleichwerbung zu machen, bei einem Süddeutschen zum Beispiel, bei Daimler. Ja. Wie ist da so die Landschaft? Und ich glaube, im Logistikwesen hast du dich jetzt auch etabliert. Du sagst, da ist Nachholbedarf. Wie kennzeichnet sich dieser Nachholbedarf? Und dann wäre noch die Frage für mich, wenn Nachholbedarf, warum gerade mit dir, Manfred? Was,
unterscheidet dich von den anderen Trainern, die ja zuhauf hier auch unterwegs sind? Gibt es natürlich sehr viele, überhaupt keine Frage. Also Daimler hat jetzt speziell keinen Nachholbedarf. Die machen das natürlich seit Jahrzehnten. Da waren auch meine ersten größeren Projekte, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Wir haben die ganzen Meister beispielsweise geschult in Sindelfingen. Das war über 800 Meister. Also du musst dir ein Werk vorstellen, Sindelfingen mit über 30.000 Mitarbeitern. Und wir haben diese erste Führungsebene damals geschult und das war auch recht spaßig für mich, vielleicht auch so ein kleines Highlight, weil ich da auch Nachttrainings gemacht habe. Also für die Meister in der Nachtschicht habe ich abends um 10 Uhr begonnen bis morgens um 6, dass die also nicht aus ihrem Rhythmus raus müssen, habe ich mich angepasst und das erste Training in dem Zusammenhang hat bei mir bleibende Eindrücke hinterlassen, weil ich damals nicht vorgeschlafen habe, sondern ich habe da durchgemacht und dachte, naja, das hast du als Jugendlicher ja auch schon mal gemacht im Lagerfeuer oder so, habe gemerkt, jetzt doch ein Unterschied. Ne? Sitzt du irgendwo mit der Klampfe in der Hand ums Lagerfeuer oder bist du da eben gefordert, auch noch morgens um 5? Das war sehr speziell, aber das ganze Projekt fand ich sehr, sehr interessant. Und das ist eben auch typisch für das Vorgehen innerhalb von so einem Konzern. Aufgrund der Einführung Gruppenarbeiten und so weiter, da wollte man diese Meisterrolle auch stärken, weil er anders gefordert war im Umgang mit den Kollegen. Und wie kann ich mich da aufstellen, auch mit Blick auf Moderationskompetenzen, Coachingkompetenzen, Gesprächsführungskompetenzen? Das haben wir damals alles gemacht und ja, war der Startschuss auch für viele, viele Jahre der Zusammenarbeit mit Daimler, viele Seminare im Haus Lämmerbubbel, also dem hauseigenen Seminarzentrum auf der Schwäbischen Alb. Und da war ich in unterschiedlichsten Stationen, habe das sogenannte Meisterentwicklungsprogramm, das MEP, habe ich da auch über Jahre betreut und begleitet. Viele, viele spannende Einflugschneisen. Und in der Logistik, das ist in der Tat jetzt einer meiner Schwerpunkte, Logistik und Energiebranche. Also ich habe die Trainings beim Marktführer im Bereich Haustechnik, Elektrotechnik, Dachtechnik und so weiter. Das ist einer der Schwerpunkte, bin ich national unterwegs. Wir haben über 100 Standorte in Deutschland verteilt mit 4 Akademien, wo ich Führungskräfteentwicklungsprogramme mache, speziell in der Logistik. Und dann ein weiterer Schwerpunkt ist die Thüga, also ein Verbund von Stadtwerken, sind auch über 100 deutschlandweit Energiewasserwerke. Hochspannend natürlich auch aktuell, da die Entwicklung hautnah mitzubekommen. Die EVM in Koblenz, Energieversorgung Mittelrhein, ist ein weiterer Kunde auch, der über die Zusammenarbeit dazu kam. Also das sind schon zwei Branchen, die mich stark auslasten und dann kommen aber viele in Anführungszeichen Exoten dazu. Als du mich gerade nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, musste ich der Kamera noch mehr anpassen. Bei Linse denke ich an die Augenchirurgen, Ophthalmochirurgie beschäftigt mich mittlerweile auch seit über 20 Jahren und auch tolle, tolle Erinnerungen damals aus der Anfangszeit mit tollen Referenzkunden am Starnberger See und so weiter. Und dann wurde ich da eben auch so ein bisschen durchgereicht. Ein zentraler Ansprechpartner ist dann gewechselt, hat mich wieder mitgenommen. Dann wurde da mal gefragt, kennst du einen? Und ich wurde empfohlen. Also das ganze Geschäft über die 20 Jahre her ist auch entstanden durch Mund zu Mund. Ich habe nie was ausgegeben für Werbung. Und das ist vielleicht jetzt auch der Unterschied zu dem einen oder anderen Trainer, der jetzt neu anfängt oder neu angefangen hat und jetzt den Unterbau nicht hatte. Das ist dann natürlich ein etwas härteres Brot, ein etwas dornenreicherer Weg. Den ging ich allerdings auch in meiner Anfangszeit noch vor dem Angestelltenverhältnis. Ich komme ja ganz ursprünglich, das weißt du, aus dem Hotelfach. Habe unter anderem auch Koch gelernt und eine Fremdsprachenausbildung. Und da habe ich gedacht, weil ich dann nach Lehr- und Wanderjahren unter anderem im Ausland, in Frankreich, Irland, war ich ein junger Ausbilder an einer Hotelfachschule und habe dann auch nebenberuflich noch Seminare gemacht im Bereich Serviceorientierung, Kundenorientierung. Und du merkst dann natürlich, wenn du Kaltakquise machst, wenn du den Satz hörst, schicken Sie mir doch gerne mal was zu, wo das landet. Und da wusste ich das sehr zu schätzen, als ich dann doch über das Angestelltenverhältnis Fuß fasste, wie toll das ist, wenn du gleich mit namhaften Kunden in Berührung kamst. Also da war Daimler natürlich einer, keine Frage, aber ich habe damals sehr viel für Cisco gemacht, Cisco Systems, eine ganz andere Welt, IT-Unternehmen,
viel schnelllebiger, viel, viel extremer in manchen Sachen, kam mir unheimlich entgegen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es dort auch überhaupt nicht wichtig ist, was hast du bisher gemacht oder so, sondern was hast du zu bieten, bietet mir das einen Mehrwert und dann herzlich gerne mehr davon. Und die konnte ich, es mir gelungen, sehr gut zu entwickeln und habe da auf europäischer Ebene auch sehr viele Trainings gemacht, war regelmäßig in Italien, Benelux, Osteuropa. Auch sehr gute Erinnerungen und habe großes Glück gehabt, da natürlich Kunden zu haben, die mir das Vertrauen schenken. Also die Daimler, Cisco Systems und als Nummer drei AXA, das sind die drei Kunden, wo ich deutlich über 100 Trainings auch gemacht habe. Das waren die ersten drei mit über 100 Trainings. AXA kenne ich gut, ist mein Haus- und Hofversicherer. Da habe ich alle meine Versicherungen von Unfall über Rechtsschutz, Haftpflicht, alle bei der AXA, weil mein Nachbar zufällig einer der Direktionsleiter hier in der Umgebung ist. Sehr, sehr namhafte Firmen, die du da hast. Was sind denn da, Manfred, so typische Fragestellungen? Wie muss ich mir jetzt dieses Training vorstellen? Gibt es da was von der Stange von dir oder ist eigentlich jedes Training in sich sehr, sehr individuell? Wie gehst du da vor? Ja, wenn du sowas als Firma organisierst, wünschst du dir natürlich einen möglichst immer gleichbleibenden Rahmen. Also die Spiegelstriche, auf die man sich verständigt hat, die sollen sich natürlich in jedem Seminar auch wiederfinden, keine Frage. Aber die Intensität, die Gewichtung, die ist dann jeweils den Bedürfnissen der Teilnehmer, die dann auch wirklich im Seminar sind, angepasst. Und da kann es dann schon zu unterschiedlichen Schwerpunkten auch mal kommen. Darf nur kein ganz anderes Training werden, klar. Aber es geht zunehmend, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, mehr Richtung Individualisierung, dass Firmen auch zunehmend bereit sind, in den einzelnen Mitarbeiter zu investieren. Du kennst möglicherweise auch noch aus dem Studium dieses sogenannte Peter-Prinzip, dass jeder bis zur Stufe befördert wird, wo er einfach an Grenzen auch stößt, was seine Kompetenzen angeht. Und da ist das Bewusstsein mittlerweile sehr stark vorhanden, dass man die Teilnehmer nicht mehr, die Kollegen nicht mehr alleine lässt, sondern in diesen zentralen Phasen auch unterstützt. Also es wird immer schwerer, auch Mitarbeiter zu gewinnen, um mit in die Verantwortung zu gehen, heißt Richtung Führung sich zu entwickeln. Und das kann eben durch solche flankierenden Maßnahmen erleichtert werden. Es ist und bleibt eine Herausforderung, dieser Schritt. Aber du hast natürlich durch solche Unterstützung immer die Gelegenheit, auch durch so einen Sparringspartner, auch die größten Hürden schon mal ins Visier zu nehmen und gegebenenfalls auch auszuräumen. Das macht mir unheimlich Spaß und ich habe da ein sehr breites Feld. Ich habe heute Morgen beispielsweise ein Coaching gehabt mit einer Dame, die wird jetzt Heimleiterin in so einer Senioreneinrichtung bei uns vor der Haustür. Das ist ein Pilotprojekt deutschlandweit. Das ist eine ganz neue Ausrichtung, so ein Mix aus Seniorenbetreuung, betreutes Wohnen mit Hotelcharakter. Und die darf ich jetzt das restliche Jahr unterstützen. Finde ich eine klasse Form der Zusammenarbeit, hat mit meinem eigentlichen Schwerpunkt, was sonst die Branchen angeht, gar nichts zu tun. Kam über ein anderes Projekt zustande, weil ich den Betreiber dieser Einrichtungen unterstütze im Reduzieren oder eben im Optimieren, so will ich sagen, im Optimieren der Krankenrückkehrgespräche, um letzten Endes die Kranken- oder die Abwesenheitsquote zu reduzieren. Also das ist Firmen zunehmend was wert, weil unheimlich viel dranhängt. Wenn du eine Führungskraft hast, die das Thema Führung doch nicht so in Anführungszeichen beherrscht, wie du dir es wünschen würdest als Mitarbeiter, läufst du als Arbeitgeber Gefahr, dass Mitarbeiter demotiviert sind, dass der Schuss einfach nach hinten losgeht. Das heißt, mit solchen unterstützenden, flankierenden Maßnahmen erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass der wirklich reüssiert in der Führung und dass das auch im Sinne aller Beteiligten ist. Das ist fatal in der heutigen Zeit, wenn Führungskräfte durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass Mitarbeiter die Einladung sehr schnell wahrnehmen. Ich kann auch woanders anfangen. Ne? Also die Qualität der Führung, die muss einfach besser werden, besser sein und so erlebe ich bei manchen Firmen, da wird viel Geld reingesteckt in Kampagnen, um Mitarbeiter zu kriegen und zu wenig, um die Mitarbeiter auch zu erhalten und wirklich beim Kontext, beim Schlüsselführung auch wirklich anzusetzen. Also durchaus unterschiedlichste Aufgabenstellungen, total interessant.
Manfred, wollen wir mal ganz kurz in die Kommentare reinschauen? Wir haben hier ein paar Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr hier dabei seid. An der Stelle begrüßen wir natürlich auch alle Podcast-Zuhörer, denn diese Sendung, die wir hier gerade als LinkedIn live streamen und parallel auf YouTube, wird es bald auch als Podcast-Sendung geben. Und wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, dann beschäftige dich gerne mal mit Manfred und Manfred seines Trainertums. Und ich begrüße an der Stelle hier live in unserem Stream die Andrea aus Österreich. Und die Andrea fragt gleich auch, wie sind denn deine Erfahrungen im Führungskräftenbereich im Umgang mit Introvertierten in Trainings? Muss dazu sagen, die Andrea ist da halt Spezialistin über Introvertierte. Also hast du das überhaupt auf dem Radar? Fällt dir da was auf in Sachen Introvertierte? Und was würdest du der Andrea da antworten? Das vermittelt sich natürlich in der Regel recht schnell. Wenn man da etwas die Antennen dafür hat und ein Gespür dafür hat, eine gewisse Menschenkenntnis, dann merkt man, wer sind die Kandidaten, die so outgoing sind, die sich auch schnell einbringen, die sich auch gerne reden hören. Das ist natürlich auch für einen Trainer immer eine tolle Sache, wenn man da gleich so Aktivposten hat. Und umso mehr muss man aufpassen, dass niemand hinten runterfällt und muss da manchmal vielleicht den Blickkontakt etwas intensiver halten, muss jemand eine Brücke bauen, muss jemand speziell einladen, ohne den vielleicht unbedingt namentlich zu adressieren. Das ist dann jemand auch vielleicht gar nicht so recht. Aber diese Charaktere, diese unterschiedlichen Charaktere, die vermittelt sich sehr schnell. Und es wäre fatal, wenn man jemand, der sehr zurückhaltend agiert, wenn man das gleichsetzt mit desinteressiert. Das ist sehr, sehr schade. Also da ist einfach die Verantwortung auch bei mir als Trainer da, die Hand auszustrecken. Und in der Regel wird es auch dankbar angenommen. Ne? Dann muss man den einen vielleicht mal einbremsen, anderen mal ganz bewusst. Das lässt sich mit unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen, lässt sich das gut hinkriegen, dass man auch ganz bewusst mal Gruppenarbeiten macht, damit man Redeanteile ein bisschen reduziert und der vielleicht in einer kleinen Gruppe eher mal auftaut, vielleicht Tandemarbeiten. Gewissen Trainings kommt sowieso jeder mal individuell auch dran, stellt sich vor, macht eine Präsentation, Erfahrungsbericht, was auch immer. Und eine gemeinsame Erfahrung, Ilga, ist ja auch das Thema Lego. Habe ich dir mal einen Einblick gegeben? Lego Serious Play habe ich vor einigen Jahren eine Zertifizierung gemacht auf europäischer Ebene bei Roger Rasmussen, einem der Gründer der Methodik. Und das ist eben auch klasse, weil du damit das ein Stück weit aushebelst. Diejenigen, die sonst gerne ja das Rederecht innehaben und anderen ein bisschen die Butter vom Brot nehmen, das wird ein bisschen ausgehebelt, weil jeder da zu Wort kommt und jeder letzten Endes auch das Gehör schafft. Die Introvertierten merke ich immer bei gewissen Übungen. Ich habe das vor kurzem wieder gehabt, vergangene Woche bei so einer Teamübung, dass dann Vorschläge gemacht werden und der Introvertierte, das findet nicht so viel Gehör, wie du es ihm wünschen würdest. Also es lohnt sich, sowas dann im Nachgang mal zu thematisieren. Welche Möglichkeiten haben wir, dass da wirklich jeder zu Wort kommt? Das wäre jammerschade, wenn sich Kandidaten zurückhalten, aufgrund dieser in Anführungszeichen Veranlagung, Neigung, tendenziell zu zurückhaltend zu agieren. Und ich agiere eben gerade in den Einzelcoachings sehr stark, häufig auch in Führungskräfteentwicklungsprogrammen mit so einer Standortanalyse, so einer Persönlichkeitsanalyse, wo diese Aspekte gleich zum Vorschein kommen, wo das gemessen wird, ne? Extrovertiert, introvertiert und so weiter, Detailorientierung oder eher der große Blick, welches Art von Konfliktverhalten hat jemand, gibt es die unterschiedlichsten Facetten. Habe heute Morgen auch mit der Kollegin habe ich das Gespräch geführt im Kontext Analysebesprechung und sie sagt, Mensch, mega spannend und für mich eine ideale Vorbereitung auf diese zukünftige Führungsaufgabe, weil ich jetzt auch weiß, worauf kann ich noch etwas mehr achten. Manfred, lass uns mal kurz zurückkommen auf das, was ich eingangs gesagt habe. Wir beide haben ja zusammen diesen MBA gemacht. Ja, diesen life-changing MBA. Also für mich war er wirklich life-changing, weiß ich, wie er für dich war, weil ich einfach dort gelernt habe mit der Selbstreflexion, ja, als Leader. Leadership hat immer mit Selbstreflexion zu tun und wenn du dich selber nicht führen kannst, kannst du andere schon gar nicht führen. Ja, also diese Aspekte haben mich unheimlich bewegt damals. Ja, wir haben ja 2005 haben wir angefangen. Stell dir vor, in 2 Jahren sind das schon wieder 20 Jahre, ja, wo das her ist. Es ist ja irre, ja.
Wie würdest du rückblickend dieses Format betrachten? Man muss ja bedenken, wir haben das im Nebenberuf gemacht. Also das nennt sich ja Flipped Classroom, sozusagen nachts am Wochenende im ICE unterwegs im Hotel. Da haben wir dann die Studienhefte gelesen und haben dann in den einzelnen Tutorial-Gruppen dann unsere Fragen gestellt und Assignments beantwortet. Ja, und auch jede Woche ein Assignment geschrieben. Also rückblickend, wie wertest du den MBA, den wir so nebenher gewuppt haben? Nebenher ist gut. Ich frage mich immer wieder so rückblickend, wie hast du das damals geschafft? Wie hast du das untergebracht? Weil ich, wie gesagt, von Anfang an auch eine recht gute Auslastung hatte. Aber ich habe es in der Tat zu Beginn der Selbstständigkeit in Angriff genommen, weil ich dachte, wenn das noch nicht ganz so anläuft, wie ich mir es wünschen würde, dann habe ich das schon mal als sinnvolle Zeitinvestition. Und dann hat mich natürlich das Geschäft, die Nachfrage sehr schnell eingeholt. Und es war dann schon ein Kraftakt, das wirklich über die Jahre durchzuziehen. Ich denke rückblickend sehr positiv dran. Das hat mir enorm viel gebracht, vor allen Dingen, weil ich mich schnell und gut in unterschiedliche Kontexte habe einarbeiten können, mich reinfinden habe können. Ich habe ja nicht nur dich, sondern auch andere Kollegen kennengelernt, die für mich sehr inspirierend waren und unheimlich wertvoll. Ich denke an Roland Hoffmann beispielsweise mit einer Werbeagentur in Burgkunstadt, der ständig pendelt zwischen Oberfranken und Nottingham, der für mich auch eine große Hilfe damals war. Matthias, unser gemeinsamer Mitstudierende von Heraeus. Also könnte ich zig Leute aufzählen. Das war eine tolle persönliche als auch eine Erfahrung, die mich fachlich sehr, sehr weitergebracht, definitiv. Bin dem Englischen, wir sind beim Englischen dran geblieben, ne? War eine britische Uni. Und was ich übrigens, da schlage ich gerne den Bogen auch wieder zum Thema Führung, da musste ich vor kurzem dran denken und ich habe sie in der vergangenen Woche auch angerufen. Als ich von Bremen am Dienstagabend nach Aue ins Erzgebirge fuhr, habe ich die Iris Wunder angerufen. Wenn du dich erinnern kannst, das war damals unsere Ansprechpartnerin, die war damals noch in der Bank aktiv, ist heute E-Learning-Koordinatorin an der Uni Erlangen-Nürnberg und wir sind seit Jahren, wir sind immer noch in Kontakt geblieben, hat mittlerweile promoviert. Und ich habe Iris am Donnerstag, habe ich sie angesprochen, du darf ich das erzählen? Ne? Ich habe damals wirklich in unserem Gespräch, sie war ja in dieser Rolle der Marketing-Repräsentantin, hat sie uns informiert, das Vorabgespräch geführt. Und ich dachte, Mensch, die berät ich sehr gut, aber die stellt es fast schon etwas zu schwierig dar. Also eine tolle Verkäuferin ist sie nicht. Ich habe das Gefühl, da springen viele ab, wenn sie von Iris beraten werden. Und die Tatsache, dass ich es dann doch gemacht habe, zeigt, dass sie es scheinbar verstanden hat, mich zwar sehr gut aufzuklären und mir deutlich zu machen, da ist richtig was dahinter. Und das ist schon, du musst dir dieser Verantwortung extrem bewusst sein. Ne? Ich habe damals noch einen jungen Sohn gehabt, das wusste sie auch. Und er sagte nicht, dass ihnen das da alles dann auf die Füße fällt. Ne? Sie brauchen schon sehr gutes Zeitmanagement, eine Top-Arbeitsorganisation. Und da habe ich aber gedacht, ich mache das jetzt einmal und wenn ich es nicht bis zum Ende durchziehe, dann höre ich eben nach der und der Zeit mit dem Diplom auf oder so. Ne? Aber das hat sie letzten Endes gut gemacht und aus diesem Bild, das ich damals hatte, das ist eine grottenschlechte Verkäuferin, sage ich heute im Erleben, sie ist eine tolle Verkäuferin. Es entspricht auch meinem Ansatz. Ne? Du bist ja auch mit den Größen der Branche immer wieder in Kontakt. Wollen wir jetzt nicht auch noch Werbung machen? Aber wo ich manchmal hadere mit diesen 17 Methoden der Einwandbehandlung und das musst du tun, um den Kunden zu knacken, das ist nicht mein Verständnis. Ne? Ich habe das mehr mit einer Beratung auf Augenhöhe. Das ist mein Ansatz und ich versuche, den Kunden sehr ernst zu nehmen, sehr gut zu beraten, dass er auch wirklich eine seriöse, eine verlässliche Entscheidung trifft. Damit bin ich jetzt über 20 Jahre sehr gut gefahren und da habe ich auch Iris Vorgehen entdeckt. Also das hat mir sehr getaugt, das fand ich sehr sympathisch, sehr kompetent und ja, ich würde es übrigens heute auch so halten. Ich würde so ein MBA vor allen Dingen jetzt an dieser Uni nicht jedem empfehlen, sondern würde schon gucken, schau genau hin und mach dir bewusst, was da auf dich zukommt und bist du in der Lage,
notfalls auch die Wochenenden da sehr konsequent immer wieder freizuschaufeln, um Dinge wirklich so aufzuarbeiten und durchzugehen, dass du es schaffst. Ne? Weil das ist, glaube ich, unbefriedigend, wenn man viel Geld und Zeit investiert. Und da sind die ja rigoros, da haben wir auch das ein oder andere Beispiel kennengelernt, so ein Pass, also so ein Bestanden, das kriegst du nicht geschenkt. Ne? Du kannst dir den Titel nicht kaufen. Ja, ich muss die ganze Zeit innerlich lachen, Manfred. Also erstmal schönen Gruß an die Iris und Glückwunsch zur Dissertation und den zum Doktor hier. Also man könnte ja auch das also im Englischen heißt es ja reframe. Ne? Also man könnte Iris Verhalten auch reframen. Man könnte sagen, sie hat die Einwandbehandlung vorweggenommen. Also statt, dass du später sagst, ja, ich habe leider keine Zeit dafür, macht sie eigentlich im Verkaufsgespräch, bringt die schon deinen Einwand, dass du keine Zeit dafür hättest und sagt dir, du, also das ist Hardcore, da musst du Zeit investieren. Also das geht auf deine Freizeit. Also mit dem Einwand brauchst du dann später nicht mehr kommen. Der ist schon mal behandelt, weil dann wird sie sagen, das ist einfach Kennzeichen dieser Geschichte. Und subtil ist der Einwand auch dahingehend behandelt. Was ist denn die Alternative? Willst du dich jetzt als Erwachsener 2 oder 3 Jahre aus dem Arbeitsleben rausziehen, komplett und Vollzeit den MBA machen? Gut, der MBA ist dann kürzer, weil er Vollzeit ist, hat er dann nur noch 2 Jahre, ja, wo wir halt 3, 3,5 Jahre dran gearbeitet haben. Nebenher kannst du dich natürlich auch rausziehen und den in 2 Jahren komplett durchziehen. Aber das war vermutlich weder bei dir noch bei mir möglich. Also ist ja dieses Verkaufen, was die Iris sagt, da musst du natürlich Zeit investieren. Ja, Tatsache, ja, die hält einem das nochmal vor Augen. Und noch ein Aspekt, der verkäuferisch gut wirkt eigentlich bei der ganzen Geschichte, sie bringt die Wertigkeit dieses MBA-Abschlusses auch nochmal in dein Bewusstsein, indem sie sagt, da steckt harte Arbeit dahinter, wie du schon sagst, der ist nicht gekauft, da ist harte Arbeit dahinter. Also an und für sich, wenn du es reframest, könntest du fast sagen, geschickter Move, geschickte Verkäuferin. Ja, ohne dieses Vorgehen bewusst gemacht zu haben. Ich glaube, sie wusste auch, das setze ich bei uns beiden voraus, dass wir dieses Thema Verantwortung auch damals schon groß geschrieben haben und hätten niemand anderen die Schuld dafür zugeschrieben. Aber ich sage es deshalb, ich wollte ja den Bogen dann auch schließen Richtung Führung. Wenn du dir so einen Aspekt anschaust wie laterale Führung, also dieses Führen von der Seitenlinie, wenn du an sich keine Weisungsbefugnis hast, keine Sanktionsmöglichkeiten, dann ist das eine ganz entscheidende Facette, dass es dir gelingt, das Vertrauen deiner Kollegen zu bekommen oder deiner Mitarbeiter. Und das hat sie sehr gut geschafft. Also diese eine Facette, die dieses Konzept des lateralen Führens ganz entscheidend beinhaltet, mustergültig umgesetzt. Und das kann ich auch den jungen Führungskräften nur raten. Da ist mancher so auf der Suche nach dem goldenen Trick und den Schlüssel und wie er dann Mitarbeiter, ich drücke es jetzt mal mit eigenen Worten aus, auch fast ein bisschen manipulieren kann. Und das ist meiner Meinung nach der unglücklichere Weg. Ich glaube, das muss mir gelingen, so zu agieren, dass ich das Vertrauen erwerbe, dass die zweiten und dritten Säulen auch abgedeckt sind, nämlich das Wohlwollen und die Integrität. Also der Mitarbeiter muss merken, ich meine es gut mit ihm und will nicht ihn irgendwie manipulieren oder für meine eigenen Zwecke missbrauchen. Und auch das Thema Integrität, es muss immer mitschwingen. Und bei Iris war das definitiv gegeben. Also deshalb hat sie da, glaube ich, sehr erfolgreich auch in dieser Rolle agiert, obwohl sie sich nach wie vor überhaupt nicht als Verkäuferin sieht. Okay, gucken wir nochmal auf die Kommentare hier. Also, die Andrea bestätigt nochmal, ja, lieben Dank. Also, sie hat die Antwort gut mitbekommen, obwohl sie offensichtlich mal rausgeflogen ist. Dann sagt der Norbert, MBA, the only MBA that counts is the money on your bank account. Ja. Also der MBA, da gibt es ja für dieses Akronym, gibt es ja so viele Scherzsachen. Wir müssen vielleicht an der Stelle nochmal sagen, der MBA, ja, der wird ja manchmal ein bisschen so durch den Kakao gezogen. Das ist uns ja allen bewusst, ja, weil es einfach eine General Management Ausbildung ist. Das heißt, es sind ja eher Generalisten am Werk. Aber sowohl der Manfred
als auch ich haben ja im Nachgang noch einen Master of Science draufgesetzt. Was war es bei dir, Manfred? Wo hast du dann dich nochmal vertieft? Ja, ich habe Human Resource Management gemacht. Das war naheliegend bei mir, ne? Also das ist ein MBA, da musst du durch die ganzen Pflichtmodule durch und danach kannst du ja so ein bisschen neigungsorientiert vorgehen und da war es bei mir naheliegend, dann mache ich HR. Ja. Und ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war nah an meiner täglichen Praxis natürlich, ne? Ja, sehr gut. Und ich habe mich dann für International Finance und Management noch entschieden, weil ich dieses, das ist ja auch so bei der Weiterbildung so, ne? Wenn man mich fragt zum Beispiel, warum hast du denn den MBA gemacht? Du warst 35 und fängst jetzt noch an, dir 3,5 Jahre an die ans Bein zu kleben, dann sage ich, ja, okay, also ich habe halt gewisse Dinge einfach nicht verstanden in der Wirtschaft, ja, die Wirtschaftszusammenhänge. Ich wollte alles verstehen. So, und dann habe ich den MBA gemacht und dann hinten raus war noch ein Thema offen, das waren diese GPRS, diese Buchungsmethoden in den Unternehmen, die in den Bilanzen dann standen. Und das habe ich dann auch noch durchgeführt. Brauche ich heute überhaupt nicht, ja. Aber Marketing war halt im MBA schon ein großer Aspekt, großer Anteil. Man konnte ja da auch ein paar Wahlmodule haben. Da habe ich natürlich Marketing gemacht. Du, glaube ich, auch, gell? Marketing in the New World oder wie das hieß. Ja. Das ist ein sehr toller Kurs gewesen. Also habe ich Marketing gekonnt, also habe ich die Vertiefung in Finance gemacht. Also dort, wo meine größte Schwäche war. Und heute, sage ich mal, habe ich überhaupt kein Problem, mit einem Financer zu sprechen über Kennwerte und Bilanzen, P&L und so weiter und so fort. Okay, aber es geht ja jetzt nicht um uns, sondern um die Community. Wir wollen ja Mehrwert schaffen. Nina hat jetzt auch aus Wien zugeschaltet. Wunderbar, vielen Dank, liebe Nina. Und sie schreibt gleich, sie ist sehr stolz auf ihren MBA und ihr Wirtschaftsstudium nach einigen Jahren wieder auf den letzten Stand zu bekommen. Absolut richtig. Ich hatte auch mal den Betriebswirt gemacht und der MBA ist ja dann wirklich nochmal eine höhere Ebene. Me Too Mac in Coaching und MSc in Organisationsentwicklung hat die Andrea gemacht. Me Too Mac verstehe ich jetzt nicht ganz. Kannst du dir einen Reim darauf machen, Manfred? Me Too, also Mac in Coaching. Und ich kann mich erinnern an eine Kollegin, die mir mal davon erzählt hat, einen Master in Coaching, der dann aber aufgehoben wurde. In Österreich gab es so Sonderregelungen und das lief wohl aus. Weiß ich nicht bei Andrea, wo sie es gemacht hat, bei welcher Institution, aber das weiß ich von einer Kollegin, die das mal. Ach so, das Mac soll wahrscheinlich Master of Science, das ist ein Tippfehler, oder? Ne? Das ist okay. Ja, dann macht Sinn. Okay, Master in Coaching. Wunderbar. Das ist natürlich auch, das wäre auch natürlich genial gewesen, aber ich hätte noch den MBA in Technology noch anhängen können und so weiter und so fort. Ich habe dann hinten raus noch an der Liverpool, dann bin ich von Open University Milton Keynes nach Liverpool gewandert und dort habe ich ja noch den MRes gemacht, Master of Research. Aber gut, genug davon. Jetzt hast du uns ein Highlight mit der Iris erwähnt, ja? Also für alle, die jetzt später hier zugeschaltet haben, der Manfred hat diese MBA-Verkäuferin als eine sehr schlechte Verkäuferin betitelt. Hört euch das nochmal kurz an und dann die andere Sichtweise, die es dazu gibt. Ja. Aber welche anderen Highlights hattest du noch in deinen 23 Jahren deiner Trainerlaufbahn, Manfred? Hast du noch ein paar so Anekdoten? Ja, sagen wir mal so zwei, drei Highlights. Also diese Entwicklung mit Cisco, das war nach wie vor, ist das ein Highlight, wo ich unheimlich gerne dran denke. Ich weiß noch, beim ersten Seminar in Mailand war das und die Teilnehmer kamen auch aus ganz Italien und ein Teilnehmer, der gab mir einen Kuss zum Abschied. Das war für mich auch ein Novum. Ich kann mich erinnern auch an viele Seminare für Zahnärzte aus allen möglichen Ländern. Das waren operierende Zahnärzte, die auch gleichzeitig an der Uni als Lecturer agieren und da galt es eben auch so ein bisschen das methodisch-didaktische noch zu vermitteln und deren Auftritte auf der Bühne und wir hatten da ganz spezielle Konstellationen teilweise, also damals schon mit Israel, Saudi-Arabien, Libanon, also Teilnehmer aus diesen Regionen, wo wir auch nicht wussten, wie wird sich das auswirken und dann haben wir die tollsten Erfahrungen gemacht, wie harmonisch das dann doch alles verlief. Und in dem Rahmen war ich übrigens auch ein paar Jahre später dann in Kiew. Also die ukrainischen Kollegen wollten das auch. Und dann hieß es, euer Englisch ist da nicht gut genug. Das macht keinen Sinn.
Und dann haben die aber darauf bestanden, dass das bei ihnen auch gemacht wird und haben einen Simultandolmetscher organisiert. Und das war für mich auch eine Herausforderung, also sowas in Englisch zu machen und dann immer wieder abzuwarten, bis übersetzt wird, alle 2, 3 Sätze. Und ich denke vor allen Dingen auch an die Konstellation bei den Teilnehmern, weil es damals nicht nur aus der Ukraine Teilnehmer waren, Odessa, Kiew, Donetsk und so weiter, sondern auch Russen und Weißrussen. Also da waren auch Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus Minsk und Moskau dabei. Und damals war das gar kein Problem. Damals gab es diese, ja, Hürden, die jetzt mittlerweile wäre das mit Sicherheit sehr schwierig. Also da denke ich sehr gern dran, waren da tollen Ausstellungen so als Rahmenprogramm abends, ja, die Lokale besucht, weiß ich noch, in irgendeinem Lokal gab es dann keinen Rotwein mehr, weil die dem so stark zugesprochen haben. Also es war ein gutes Spirit, gutes Klima, ein gutes Miteinander und tolle Erfahrungen. Also gerade diese internationalen Geschichten, die sind bei mir sehr stark hängen geblieben. Das waren schon bleibende Erinnerungen und gucke ich gerne drauf zurück. Ja. Jawohl. Die Nina schreibt noch, sie wäre gerne an die London Business School gegangen. Da ist leider jetzt nichts draus geworden. Was war denn bei dir so der ausschlaggebende Punkt, an die Open University zu gehen? Man muss ja wissen, das vielleicht für die Community, die Open University ist die größte Fernschule, würde man jetzt klassisch sagen, in England. Mhm. Aber ist jetzt vom Image her, von der Reputation her natürlich nicht elitär. Die ist sehr inklusiv, sehr divers und eröffnet halt jeden, sagen wir mal, die Möglichkeit, sein MBA zu machen, sofern er eben den Einsatz bringt. Ja, also das ist natürlich schon abgefordert. Du hättest ja durchaus nach Henley, London, was gibt es denn, Oxford, Cambridge, hättest du ja auch gehen können, Manfred, oder? Ich habe einen Artikel gelesen damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und da war so ein Ranking der Firmen, der Anbieter und da war unter anderem auch die Open University und ich habe dann mitbekommen, nachdem ich ein bisschen gegoogelt habe, die bieten auch immer wieder mal so einen Tag der offenen Tür an oder so einen Informationsabend und den habe ich wahrgenommen und dann darauf nochmal dieses individuelle Gespräch mit Iris Wunder. Das war dann mein Weg. Ich fand das alles sehr gut, sehr seriös, sehr, sehr verlässlich. Finde auch im Nachhinein die Materialien einfach top und das hat es auch leicht gemacht, dann dran zu bleiben. Also sehr aktuell, sehr, sehr inspirierend. So kam ich drauf. Natürlich hätte es da auch andere Anbieter gegeben, ne? Heute noch mal mehr, überhaupt keine Frage. Aber weil du diese Städte ansprichst, es war ja auch begleitend, dann immer wieder mal so ein Wochenende. Also wir waren gemeinsam in Dublin, weiß ich noch, war Matthias auch dabei. Mit Matthias war ich auch mal in Manchester. Temple Bar, ja. Amsterdam kann ich mich erinnern, Brüssel. Also diese Möglichkeiten gab es ja auch immer. Diese einzelnen Module, Marketing und so weiter, das war in München oder Frankfurt, Hamburg, je nachdem, wie es vom Wochenende gepasst hat. Da ist man dann immer am Samstag eben spezifisch dahin gefahren. Und das mit dem Ausland war natürlich auch toll. Also eine klasse Gelegenheit, dann wieder Kandidaten aus den unterschiedlichsten Firmen und Kontexten kennenzulernen und dann am Abend, wie in Dublin, eben ein bisschen in Temple Bar einzutauchen. Und ich war ja vorher in meiner Zeit im Hotelfach, war ich ja in Frankreich und in Irland, sprich auch in Dublin aktiv. Für mich war das auch ein Stück weit so Heimatgefühle, Teilzeitheimatgefühle. Mhm. Ne? Also das fand ich toll, dieser Wechsel. Aber die allerstärkste Motivation war, und deshalb nicht Henley, was auch immer, ich habe die Notwendigkeit gebraucht, aufgrund der Tatsache, ich mag es nebenbei, Fernschule. Es war das flexibelste Programm von allen, ja. Open University hat einen Top-Ruf in UK. Mhm. Ne? Also das wird einem jeder bestätigen, der aus England, aus Großbritannien kommt, also da. Ja, also bei mir war die Entscheidung auch klar, also Vollzeit kommt nicht in die Tüte, ja, kleines Kind, junge Ehe, mitten in der Karriere, kann ich mir nicht leisten, rauszugehen, also hat sich schon mal die Anzahl der MBA-Angebote dezimiert und dann war noch die Frage Reputation, Image der Business School und
die andere Dimension sind ja die Accreditations in Englisch. Machen wir es in Englisch, da ist es einfacher. Ja, und die Business, die Open University Business School hatte damals als einzige ja die Triple. Und mittlerweile ist es, glaube ich, Quadruple, vierfach akkreditiert. Und mit 200.000 Studenten habe ich mir gedacht, das ist wie in der Gaststätte. Du kommst ja, bist ja auch Koch. Welche Gaststätte gehst du eher? In die, die häufig frequentiert ist, vielleicht gar nicht mal so posch und so luxuriös, oder gehst du in eine Gaststätte, wo vielleicht nur ein, zwei Gäste sind? Also ich nehme lieber die Gaststätten, wo viel Verkehr ist, weil da weiß ich, da ist offensichtlich das Essen gut, sonst würden da nicht so viele Leute kommen, ja? Ja, ich habe es gern so mit diesen Boxverbänden verglichen. Ja. Also es gibt ja Weltmeister, die sind von einem Verband anerkannt und dann gibt es welche, die sind von allen dreien anerkannt und ist dann halt noch, hat nochmal eine andere Gewichtung. Aber wichtig war mir, jenseits dessen, was da zu lesen ist auf dem Brief zu sehen ist, welchen Eindruck habe ich persönlich vor Ort. Ne? Und der war sehr positiv, wie die das alles transparent gemacht haben, wie die sich Zeit genommen haben, auch für einen. Das war übrigens für mich damals, als ich mich noch im Hotelfach entschlossen habe, ich möchte da reingehen. Also im Hotelfach war ich ja als junger Ausbilder. Ich habe letzte Woche in Aue, habe ich in so einer Broschüre geblättert, so ein Kochverband mit der Cornelia Poletto, bin ich auf einmal hängen geblieben. Und die kenne ich noch unter ihren Mädchennamen. Das war eine Schülerin damals, die jetzige Hamburger Fernsehköchin. Und ich wollte die Ausbildung damals machen, bin ich auch nach Hamburg, Deutsche Trainerakademie. Habe ich gedacht, okay, Trainer ist ja kein geschützter Begriff, das kann jeder machen. Aber ich wollte eine Trainerausbildung machen, fahre da hoch zu Frau Dr. Hammann, weiß ich noch. Und es hätte mich damals so an die 20.000 Mark, es waren noch zu D-Mark-Zeiten gekostet. Das war ein stattliches Geld, fand ich. Ne? Und sie hat sich dann für mich Zeit genommen, hatte dann allerdings auch gegen Ende des Gesprächs die Erwartung, Mensch, ich bin jetzt extra hergefahren, sie hat sich extra Zeit genommen, der macht es jetzt, der Kerl. Ne? Und war irritiert, dass ich sage, ich muss es mir nochmal überlegen und habe mich halt bedankt und für die Zeit und war sehr interessant oder so. Und dann hat sie gemeint, bei uns in Bayern, ursprünglich kommt sie daher, sagt man, sie wären Zweifelscheißer, ne? Nach dem Motto zu zögerlich, zu zaudernd, wo ich dachte, das war mir jetzt zu pushy. Damals dieser Betrag, das war für mich wirklich eine Summe, wo ich dachte, ich muss mir da zumindest noch zwei, drei Anbieter anschauen. Und habe dann auch das beim anderen Anbieter gemacht, Trainerakademie München damals und dachte im Vergleich zu Iris, weil ich vorhin die Anekdote erzählt habe, war sie einfach zu pushy und du erreichst dann das Gegenteil. Ne? Das ist genau ein Defizit an Orientierung, wer ist der Gegenüber und wenn der jetzt noch nicht so weit ist, dann gilt es einfach nochmal zu gucken, kann ich ihm spontan noch eine Frage beantworten oder nochmal anbieten, bei einem Folgetermin in Kontakt zu bleiben, ist ganz wichtig, da den Fuß in der Tür zu lassen, aber nicht zu drängen oder den noch verunglimpfen will ich nicht sagen, aber ich fand es ein bisschen pushy. Ne? Das, Wollen wir mal das Thema Verkaufen mal kurz beiseite stellen? Wir kommen auch so langsam zum Ende, lieber Manfred. Gute Verkäufer, schlechte Verkäufer, kommt halt immer darauf an, was es für eine Dienstleistung ist, aber pushen gebe ich dir grundsätzlich recht. Meistens bringt das ein Storno nach sich, Unzufriedenheit und all diese Dinge. Also es muss schon ein guter Match sein am Ende, müssen beide was davon haben. Ja? Okay, was sind denn für dich als jemand, der so im Weiterbildungsbereich wirklich ein Experte mittlerweile ist, ja, aus eigener Erfahrung, aber eben auch aus der Vermittlung an andere, ja, du hast ja gesagt, an verschiedensten Standorten bei Daimler Tag- und Nachtschicht sogar Trainings abgehalten. Was ist denn heute dein Wunsch oder Idealkunde? Was ist mein Wunsch, Idealkunde? Ich habe in der Tat über diese Pflegegeschichte kam ich auch über eine Empfehlung. Dann habe ich erst die Coachings dort gemacht und dann hat sich dem Stiftungsvorstand auch das vermittelt, hat Interesse gezeigt, wollte mich auch kennenlernen und es hat sehr gut gepasst. Also einmal der, den ich sehr sympathisch fand, auch sehr integer, sehr, sehr verantwortungsbewusst. Es hat einfach alles gepasst, wo ich auch dachte, ja, ich würde den sehr gerne unterstützen. Das, glaube ich, könnte eine sehr gute Zusammenarbeit werden. Und
aufgrund der Tatsache, dass meine Mutter die letzten Jahre eben auch in so einer Einrichtung verbracht habe und ich einen guten Einblick bekommen habe in ja, Pro und Contra und wo es da einfach starke Defizite gibt, das ist auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, das jetzt entscheidend will ich nicht sagen, aber an entscheidenden Stellen zumindest etwas mitgestalten, etwas mit beeinflussen zu können, mache ich mit absoluter Überzeugung. Und dort, wo ich normalerweise 500 Kilometer quer durch die Republik unterwegs bin, laufe ich hier einen Schleichweg und bin bei ihm im Büro. Also das ist richtig witzig. Das ist schon sowas wie ein Wunschkunde. Ansonsten macht mir das unheimlich Spaß mit der Logistik und der Energiebranche. Und da ist regelmäßig in den Feedbacks eben, das macht was anderes, wenn du jemand hast, der bringt mittlerweile nicht nur die Lebens-, sondern auch die notwendige Berufserfahrung oder Branchenkenntnis mit, dass du ganz andere Antworten liefern kannst. Ne? Also ich kann, glaube ich, vielleicht ein kleiner Unterschied auch zu dem ein oder anderen Trainer, dass es mir gut gelingt, das schneller auf jemanden zuzuschneiden, auf eine Branche, auf eine Abteilung, auf ein Team, auch auf die jeweilige Person. Und das ist eine Abkürzung dann einfach, wenn du beim Praxistransfer Unterstützung bekommst. Das macht mir Spaß. Mir macht das sehr viel Spaß mit Leuten, die schon was können, die schon Erfahrung haben und sich eine gewisse Selbstkritik erhalten haben. Das finde ich klasse, wenn da jemand auch mit einem gewissen Respekt, Understatement rangeht. Und das ist jetzt ein Unterschied auch manchmal zur jüngeren Generation, weil im Vergleich zu uns hat man das jetzt auch stark schon in Schulen und Universitäten unter dem Gesichtspunkt Employability. Das war bei meinem Kleinen schon so. Im Kindergarten musste ich damals lachen, sagte er, braucht das und das. Ich sagte, ja, wofür brauchst du denn das? Meinte er, wir haben ein Projekt im Kindergarten. Ne? Das hat so mit so einem Selbstverständnis. Also die werden da schneller rangeführt, das Agieren auf der Bühne, das Präsentieren oder so, das geht ihnen leichter von der Hand. Und auch in anderen Facetten, was eben zu Beginn, als ich in die Trainerkarriere eingestiegen habe, noch so verbreitet noch nicht war. Für mich macht es allerdings einen Riesenunterschied. Habe ich gewisse Dinge schon mal gehört oder habe ich es erst mal gemacht oder habe ich die Sachen durchdrungen? Habe ich es verstanden? Kann ich das auch wirklich wiedergeben auf Bedarf und das unterschiedlichen Situationen anpassen? Und da habe ich manchmal das Gefühl, der ein oder andere jüngere Kandidat, der verwechselt, das habe ich schon mal gehört, mit Können. Und da ist eben in der Regel ein Riesenunterschied. Ne? Dem FC Bayern, dem muss ich auch nicht sagen, wie man Fußball zu spielen hat. Aber gestern hat es scheinbar, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber gestern hat es auch nicht ganz so gut geglückt wie noch am Samstag gegen Dortmund. Ne? Also es steht und fällt mit dem Training, mit dem am Ball bleiben. Und da fühle ich mich einfach privilegiert mit dem, was ich tue, mich in unterschiedlichen Kontexten bewähren dürfen. Und das finde ich ist ein Privileg, ein Lustgewinn, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, was du, glaube ich, magst dann auch ganz gut und was bei anderen Nutzen stiftet und sie es gerne nachfragen und ich Wiederholungstäter sein darf. Also das finde ich ein großes Glück irgendwie. Ne? Jawohl. Manfred, wir sind mit Blick auf die Zeit heillos schon drüber. Eigentlich wollten wir 30 Minuten machen. Wir laufen jetzt auf die 50 Minuten zu. Okay. Letzte Frage, abschließende Frage an dich, ganz kurz in ein, zwei Sätzen. Ja. Wie sieht die Zukunft der Weiterbildung aus? Ich glaube, dass es zunehmend wird sich dieses Modell Hybrid durchsetzen. Mancher ist der Meinung, ja, ich glaube, da muss nicht viel passieren. Dann geht man wieder zurück zu Online und Zoom und Teams und Mural und Miro und wie die virtuellen Pinwände und Collaboration-Tools auch alle heißen. Ich glaube, es wird ein Mix bleiben und es wird immer individueller, meiner Meinung nach. Ich glaube, es wird sich durchsetzen statt so Gießkannenprinzip. Lass uns gucken, wo gibt es die Neudeutsch Pain Points, wo gibt es die Kittelbrennfaktoren und wie können wir die unterstützen, die noch Bedenken haben, ob Führung was ist, oder die unterstützen, die jetzt so wie im Computerspiel das Next Level erreichen müssen und wir es nicht dem Zufall überlassen wollen, ob es funktioniert oder eben nicht. Das wird sich meiner Meinung nach durchsetzen. Diese Prognose traue ich mir zu, allein aufgrund der Entwicklung jetzt seit Corona-Ende. Sagt Manfred Bahr, ein Experte im Bereich Weiterbildung und Trainer von richtig namhaften Firmen. Kontaktiert den Manfred, wenn ihr auch in eurem Bereich mit eurem Personal Trainingsbedarf habt. Ihr habt ja gehört, er macht das ziemlich individualisiert.
Also keine Aufgabenstellung, die nicht mit ihm gemeinsam lösbar ist. Kann ich absolut empfehlen. Ich bedanke mich für die Live-Zuschauer, die heute jetzt hier beim LinkedIn-Livestream oder auch YouTube-Livestream dabei waren. Alle Podcast-Zuhörer, die hier uns die Treue halten. Ja, und morgen darf ich ankündigen, bin ich im Content Creator Club, der ExpertInnen-Talk, nochmal live, aber ich bin Gast in meiner eigenen Sendung. Und zwar werde ich von einer Studentin befragt, die schreibt ihre Bachelorarbeit zu Social Media. Und ihr dürft gespannt sein, was morgen da auf euch zukommt. Ich kenne die Fragen alle noch nicht, wie es halt so ist bei so einer Arbeit. Es ist ein Interview und ich werde dann die Fragen alle spontan beantworten. Seid dabei, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann, ja, ihr könnt es ja in der Aufzeichnung ansehen oder im Podcast dann euch anhören. Also vielen Dank für alle, die jetzt hier dabei waren. Vielen Dank nochmal, Manfred, für deine Zeit und für die Insights, die du uns über den Weiterbildungsmarkt der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gegeben hast. Vielen Dank auch dir, Ilkay. Alles Gute. Muss mal schauen, bin morgen noch aktiv, aber wenn sich die Möglichkeit bietet, bin ich gerne dabei. Wunderbar, ich freue mich. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.